Hallo zusammen, ich habe hier eine Kühlbox von uns, die Y45PX. Und hier geht es jetzt um die Lieferfähigkeit der Geschichte vom Lieferweg. Wir können die ab gestern haben wir einen Container gekriegt und wir können jetzt wieder liefern. Wir waren jetzt 6 Wochen nicht mehr lieferfähig. Und zwar haben wir diese Boxen zu spät bestellt. Und zwar haben wir die bestellt am 8. September 2021. Wir haben heute den 8. Juni 2022. Also wir haben sage und schreibe 9 Monate gehabt von der Bestellung, bis sie bei uns eingetroffen sind. Am 12. September haben wir dann die Auftragsbestätigung gekriegt und am 7. Februar, weil wir nicht nur ein Container Kühlboxen bestellt haben, haben wir für diesen Container war er bereit und am 17. Februar 2022 wurde der Container beim Lieferanten verpackt oder eingeladen. Er wurde gekarrt nach Nimbo und da wurde er am 9.3. verladen. Der Landweg in China ist nicht so weit in Hafen, also normalerweise rechnen wir von der Bereitstellung bis zum Verladen im Hafen um eine Woche und hier ging es jetzt vom 7. Februar bis am 9. März, also über einen Monat, das ist schon mal 3 Wochen Verzögerung. Wir hatten dann Avis, dass das Schiff in Hamburg ankommt am 25.04., also April. Nur das ging nicht so, dass Hamburg konnte nicht abladen oder sonst irgendwas. Das Schiff wurde erst abgeladen am 27.05., also schon wieder einen Monat später. Und jetzt am 7.06., also heißt gestern, haben wir den Container hier bekommen. Ja, und sind jetzt nach 9 Monaten Bestellungsvorlauf wieder lieferfähig. Jetzt ist das der Warenweg der Box. Im Gegenzug liefern wir ja Geld nach China. Wir haben also am 8. bestellt, September. Und irgendwann, habe ich nicht nachgeforscht, um den 20. rum das Geld überwiesen, also das heißt ein Drittel überwiesen vom Geld an den Chinesen für die Fertigung. Dann haben wir beim Verlad oder kurz nach dem Verlad irgendwo um den 20. März den Restbetrag bezahlt vom ganzen Container. Und jetzt haben wir die Ware da, am Lager. Wir können also sofort liefern, aber wir haben das Geld noch nicht. Also das heißt, finanziell ist das auch ein Riesenspagat, solche Boxen in China zu beschaffen und natürlich durchzufinanzieren. Wir haben keine Händlerpreise mehr, also ein Händler kriegt keinen Rabatt mehr auf diese Boxen. Aus diesem Grund können wir mit hier 615 Euro Schweizer Franken natürlich auch einen relativ guten Preis einhalten. Seckop-Kompressor drin, also nicht irgendwie No-Name-Produkt an der Technik. Ja, die Box, ich mache euch hier einen Link über den Beschrieb der Box. Und hier unten mache ich euch ein Video. Ihr seht, die Box ist nicht mehr gelabelt, die hat also keine Energieklassifizierung. Ist nicht nötig, aber da gibt es eine separate Geschichte dazu. Ich wünsche euch einen schönen Tag.